Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen auf diesem wunderschönen Michaela-Platz vor der allerschönsten Kulisse, die man sich überhaupt denken kann für ein Konzert der Kaiserlichen Hofburg. Mitten in der Stadt, in der das musikalische Herz der Welt schlägt. Willkommen in Wien! Was wäre die Welt ohne Musik, meine Damen und Herren? Musik ist doch das Allerschönste, das wir im Leben haben. Habe ich recht oder nicht? Und sofort am Anfang unserer gemeinsamen Abend möchte ich Ihnen den Komponisten vorstellen, ohne den ich mir mein Leben gar nicht mehr denken könnte. Geben Sie ihm einen Riesenapplaus, den Walzerkönig Johann Strauss. Wir spielen jetzt ein Polka. In diese Polka geht es um etwas, was man in die ganze Welt macht. Wirklich, man macht das überall. Vor allem Frauen machen das. Eigentlich nur Frauen machen das. Nämlich tratschen, lästern, klatschen. Ah, habe ich ganz vergessen zu sagen, es gibt eine Stadt in der Welt, wo die Frauen nicht tratschen. In Wien. Sind Sie alle aus Wien? Nein? Was meckern Sie dann? Wir spielen jetzt für Sie von Johann Strauss, der Tritsch-Tratsch-Polka. Thank you.
Wir stehen hier vor diesen wunderbaren, prachtvollen kaiserlichen Hofburg, einer der beeindruckendsten Gebäude in Wien. Es ist auch eine sehr gedenkwürdige Stätte, meine Damen und Herren. Hier wohnten hunderte Jahre lang Könige und Kaiser und lebten hier. Von hier aus wurde die Welt regiert. Aber es wurde auch viel gefeiert hier und vor allem getanzt. Hier fanden die riesigen Hofbälle statt. Heute noch wird hier zum Jahresende das Kaiserball findet hier statt in diesem herrlichen Saal. Wissen Sie übrigens, meine Damen und Herren, dass es nirgendwo auf der Welt so viel getanzt wird wie in Wien? 800 Bälle pro Jahr gibt es hier in Wien. Welch eine herrliche Tradition. Meine Damen und Herren, ich lade Sie ein zum Kaiserball in der Hofburg. Ist das nicht eine fantastische Art und Weise, einen Ball zu eröffnen, so vornehm und mit so viel Stil? Und denken Sie nicht, dass das nur früher war, dass man so tanzte. Heute noch wird durch diese Debütantinnen und Debütanten das weltberühmte Opernball jedes Jahr geöffnet. Und meine Damen und Herren, in Wien werden noch viel mehr Tänze getanzt. Nirgendwo auf der Welt tanzt man die mehr nur hier in Wien. Zum Beispiel die Quadrille, ein höfischer Tanz mit streng vorgeschriebenen Figuren und Schritten. Und dann gab es einen Zeremonienmeister, der dann feierlich den nächsten Tanz ankündigte, indem er dreimal mit einem Stab auf den Boden schlug und dann sagte: Die Fledermaus-Quadrille! Thank you.
Und, meine Damen und Herren, während so ein Hofball gab es dann auch viele Gäste, große Solisten, die dann auftraten. Und wieder war der Zeremonienmeister, der dreimal mit seinem Stab auf den Boden schlug und dann sagte, die Platin-Tenöre, geben Sie sie einen Riesenapplaus, da sind sie. Oh,
Geben Sie sich einen Riesenapplaus, das weltberühmte Ballett der Wiener Staatsoper und der Wiener Volksoper. Meine Damen und Herren, im 19. Jahrhundert fand hier in Wien ein Ereignis statt, das die ganze Welt veränderte. Die Erfindung des Wiener Walzers. Bis dahin tanzte man Menuett und Quadrille, wie Sie das gesehen haben, ganz brav, weit voneinander, bloß keine Berührung. Und dann kam der Walzer. Da war die Hölle los. Die Kirche in Wien hat sofort der Walzer verboten. Die Paare tanzte Körper an Körper. Man berührte sich. Man guckte einander tief in die Augen. Welche eine Schande. In England wurde sogar der Walzer staatlich verboten, bis Johann Strauss nach London kam und Queen Victoria persönlich davon überzeugte, dass der Walzer ein herrlicher Tanz war. Sie tanzte diese Nacht bis 4 Uhr morgens. Sie konnte gar nicht mehr aufhören. Alle anderen lagen schon unter dem Tisch, aber sie tanzte immer weiter. Also ab dann, meine Damen und Herren, war der Siegeszug des Walzers in die Welt nicht mehr zu stoppen. Und auch heute noch ist das große Moment bei jedem Ball in die ganze Welt, das Moment, wo der Zeremonienmeister sagt, alles Walzer! Thank you.
Riesenapplaus, die Wiener Debütanten und Debütantinnen. Bravo. Welch eine Tradition. Meine Damen und Herren, wir stehen hier auf diesem wunderschönen Michaela-Platz in der Weltstadt Wien. Und ich muss natürlich der Bürgermeister und Frau Bezirksvorsteherin Ursula Stenzel, ist sie hier? Wo ist sie? Ah, da ist sie. Und Herr Böhm von der ORF. Ohne diese Leute wäre es unmöglich gewesen. Meine Damen und Herren, geben Sie einen Riesenapplaus an Wien!
Merkel. Ein Werk, meine Damen und Herren, darf natürlich heute Abend hier in Wien nicht fehlen. Die allerschönste Wiener Operette je geschrieben. Die Fledermaus von Johann Strauss. Genau, dafür können Sie klatschen. Und daraus spielen wir jetzt die allerberühmteste Arie, Mein Herr Marquis. Da ist sie, unsere reizende Adele aus Brasilien, Carla Mafialetti. Mein Herr Marquis, ein Mann wie Sie sollt besser das verstehen. Darum rate ich, ja genau wie sich die Leute anzusehen. Die Hand ist doch wohl gar zu fein, dies Füßchen so zierlich und klein. Die Sprache, die Führe, die Teile, die Tornüre. Dergleichen finden Sie meine Sophie. Dergleichen finden Sie meine Sophie. Gestehen müssen Sie für wahr, sehr komisch dieser Irrtum war. Ja, sehr komisch, ja. Ist es auch her, drum verzeihen Sie, ja, bin ich nachher. Sehr komisch, sehr komisch, Herr Marquis.
Wir spielen jetzt eine Komposition von einem ungarischen Komponisten. Er, genau wie Johann Strauss, hat unzählige Walzer und Operetten geschrieben. Ich liebe seine Musik und mit mir Millionen von Menschen in die ganze Welt. Er selber sagte zu seiner Musik, meine Damen und Herren, ich möchte mit meiner Musik die Herzen des Volks erobern. Ich möchte mit meiner Musik in die Seele der Menschen gehen. Und wenn Sie das Stück hören, das wir jetzt für Sie spielen, dann werden Sie wissen, dass ihm das gelungen ist, wie kaum ein anderer, in eure Seele einzudringen. Wenn es ein Stück gibt, das richtig unter die Haut geht, dann ist es das, was wir jetzt für Sie spielen. Es handelt sich in diesem Stück um einen Soldaten, der weit entfernt ist von seiner Heimat. Er steht ganz alleine am Ufer eines Flusses und denkt an seine Geliebte. Auch heute noch ist dieses Stück sehr aktuell. Wir spielen jetzt für Sie von Franz Lehár aus seiner Operette Der Zarewitsch das weltberühmte und oh so schöne Wolga-Lied. Thank you.
Ich habe die große Ehre, meine Damen und Herren, Ihnen jetzt einen neuen Star ankündigen zu können. Es ist eine junge Sopranistin mit einer unglaublichen musikalischen Begabung. Sie kommt aus Australien und sie hat dort als jüngste Sängerin je das weltberühmte Dame Joan Sutherland Wettbewerb für Opernsänger gewonnen. Sie hat es gewonnen, wo sie 19 Jahre alt war. Und das war voriges Jahr. Also, wie alt ist sie jetzt? 20, genau. Ich wusste, die Wiener sind schlau. Sie hat das Wettbewerb gewonnen, meine Damen und Herren, mit einer Arie von Mozart. Und sie wird dieselbe Arie jetzt hier heute Abend singen. Und wenn sie die jetzt singt, werden Sie auch sofort wissen, warum sie mit 19 dieses Wettbewerb gewonnen hat. Sie singt es so wunderschön. Geben Sie sie einen riesen Applaus. Mirissia Lauerse! Please.
Bravo. Meine Damen und Herren, es gibt einen Wiener Komponisten und der verdient es, bis in alle Ewigkeit gespielt zu werden. Er hat so viele tolle Musik geschrieben. Ich habe ihn persönlich gekannt. Er kam nämlich sehr oft nach Holland, um das Orchester meines Vaters zu dirigieren. Ich habe ihn kennengelernt als ein liebenswürdiger und herzensguter Mensch. Und jetzt, heute, schafft er es noch immer, die Welt Freude zu bringen mit seiner Musik. Geben Sie ihm einen Riesenapplaus. Robert Stolz! Ja, meine Damen und Herren, der Prater ist wohl Symbol für das romantische Wien. Wien ist nicht nur der Kaiserstadt mit diesen riesigen Palästen und Residenzen und Schlössern. Wien ist vor allem auch die romantische Stadt mit vielen Parken, wo Verliebten spazieren können. Und all diese kleinen romantischen Gässen und Cafés, wo verliebte Paare sich stundenlang in die Augen gucken können. Wien ist eine Stadt zu verlieben. Thank you.
bravo, bravo. Es war einmal ein Kapitän mit 7 Kindern. Leider war seine Frau viel zu früh verstorben. Und er plagte sich rum mit Gouvernanten, mehrere Gouvernanten. Die wollten nur 2 Tage bleiben und dann gingen sie wieder. Bis dass sich eine junge Nonne aus einem Kloster meldete und sie versorgte die Kinder mit ihr ganzes Herz. Und es kam, wie es kommen musste, meine Damen und Herren. Die junge Nonne und der Kapitän verliebten sich, sie heirateten und lebten noch lange, lange Zeit mit ihren 7 Kindern. Sie wissen natürlich, wovon ich spreche, Captain von Trapp. Diese Geschichte wurde verfilmt. In Amerika wurde ein Musical-Erfolg, das größte Erfolg je in die Filmgeschichte. Und ich bin sicher, meine Damen und Herren, dieser Film ist so ein Riesenerfolg geworden, weil er verfilmt worden ist in Ihr schönes Land, in Österreich. Sie können stolz sein auf Ihrem Land. Und als Hommage, meine Damen und Herren, an Ihr schönes Land, an Österreich, spielen wir jetzt für Sie The Sound of Music, The Hills Are Alive, gesungen durch unsere eigene Musical-Star. Geben Sie sie einen riesen Applaus, Susanne Ehrens. Songs they have sung.
An Österreich. Cezanne, komm noch mal. Bravo. Und jetzt, meine Damen und Herren, wie könnten wir anders in Wien? Von Johann Strauss, der Walzer aller Walzer, an der schönen blauen Donau.
Geben Sie noch einen Riesenapplaus, die Wiener Debütantinnen und Debütanten. Meine Damen und Herren, alles hat ein Ende. Auf unser fantastisches Konzert hier bei euch in Wien. Wir haben unglaublich viel Spaß gehabt auf der Bühne. Ich hoffe, Sie haben auch Spaß gehabt. Und wer weiß, sehen wir einander noch einmal im Leben. Auf Wiedersehen.
Tschüss.